Noch haben Sie eine Chance. Ich würde ja ein Team schicken, aber bei diesem 77. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, helfen Sie. Sie dachten nicht wie Sie. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie Sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Du den Kerl? Mann, der hat echt Nerven. Ich hätte ja keinen einer überfluteten Grube mit Strom. Nicht für $1 Million würde ich das machen. Nie im Leben. Echt. Das ist ein Joke. Er ist sowas wie eine Legende in der Stadt. Ganz ehrlich, der Kerl wurde mal vom Blitz getroffen. Wirklich wahr. Hat nicht einen Kratzer abbekommen. Die Leute sagen, er kann nur durch Fingerschnippen eine Glühbirne einschalten. Flott. Mach's nur an. Okay, klasse. Steht Samstag noch? Karen
habt ihr berühmten Apfelstreusel gefunden, weißt du? Na klar! Ich freue mich schon auf die Mädels. Das wird sicher toll. Ich komme gerade von oben. Dieser komische VIP mit dem kompletten Affenstock. Hat Horde rasierte Gorillas bei sich. Unheimliche Typen. Du hast hier unten echt gut, Mann. Abgeriegelt haben. Blake Dexter ist gerne für sich. Wird nicht leicht sein, in 899 ranzukommen. Aber was noch schlimmer ist, Dexter wird von einem echt üblen Bodyguard bewacht, der überhaupt nicht auf Eindringlinge steht. Vielleicht sollten Sie sich in einem tieferen Stockwerk einen subtileren Zugang suchen. Aber was rede ich? Ein Profi wie Sie? Vermutlich haben Sie längst einen Plan. Egal, machen Sie sie fertig. Tut mir leid, Sir. Wir haben schon den ganzen Tag Probleme mit den Aufzügen. Aber sie werden gerade repariert. Hallo? Sind die Treppenhäuser gesichert? Aha, alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut. Und keine Zwischenfälle, verstanden? Ich will, dass Sie so... Housekeeping! Hi. Soll ich später wiederkommen? Oh, nein, kommen Sie rein. Birdies Informationen stimmen immer. Ein Waffenhersteller aus dem mittleren Westen namens Blake Dexter ist in Chicago und sucht nach Victoria. Die Agency würde ihre Geheimnisse niemals Außenstehenden anvertrauen. Jemand hat die Information durchsickern lassen. Aber wer? Ich kann niemandem trauen. Ich weiß nur, dass das Mädchen unschuldig ist. Das hat sie nicht verdient. Ich werde in Blake Dexter's Suite im Terminus Hotel eindringen und die Wahrheit in Erfahrung bringen. Danach entscheide ich über sein Schicksal. Ich bin nicht sicher, ob ich Sie kenne. Interessant. Ich mag Schuhe. Kann ich mir vorstellen. Sie haben schöne Füße. Und ich muss es wissen.
Natürlich nicht. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Mann, Dex, lass die Frau ihren Job machen. Oh Gott, was ist nur los mit mir? In der Gegend? Sie sind mein bester Kunde in Chicago, Don. Ron. Tut mir leid. Aber hören Sie. Waren Sie das? Nein? In Ordnung. Bleiben Sie hier. Ich sehe nach. Hey, ich hab das nicht ohne Grund ausgemacht. Wem sagst du das? Den vorhin im Kerl den Haupt. Komm raus, dann zeig ich dir was wirklich Lustiges. Ich bin total fest.
Hey, halt! Halt! Wir haben einen Eindringling! Ihr Name ist Victoria und sie ist eine Menge Geld wert. Sie scheint so eine Art Wunderkind zu sein. Keine Ahnung. Egal. Wir gehen rein, schnappen sie uns und verstecken sie, bis die sie freikaufen. Klingt, als hättest du sie in einem deiner Labore gezüchtet. Hey, wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Du bist echt ein blödes Arschloch, weißt du das? Du sollst einfach nur den Mund halten. Tun, was ich sage und gut aussehen. Und du siehst blendend aus, Schatz. Du alter Charmeur.